Ich erinnere mich gerne an Sprachenunterricht und an Mathematik, aber vor allen Dingen an Musik und Sport in der Zeit. Und ich war ein hibbeliger Schüler, ich musste mich immer bewegen, also ich wäre sicherlich unter AD als Aufmerksamkeitsdefizit Mensch möglicherweise heute in die Therapie gekommen, wobei ich heute weiß, wir müssen uns bewegen, damit das Hirn plastisch wird und sich weiterentwickelt. Dass ich in der Schule eigentlich wie angekettet sitzen musste, zum Teil pädagogisch nicht wirklich durchdachte Konzepte über mich ergehen lassen musste und festgestellt habe, dass in der Grundschule Pädagogen sind und in den weiterführenden Schulen eben keine Pädagogen sind, sondern eben wissenschaftlich ausgebildete Menschen.